Also ich selber habe meine Uhr, die habe ich jetzt auch an, von Daniel Wellington. Achtung, Schleichwerbung. Die habe ich auch schon, ich habe die eigentlich auch fast jeden Tag an und habe dann auch schon Daniel Wellington in den Kommentaren erwähnt und markiert. Und aber wenn man so eine geringe Anzahl an Followern hat, glaube ich, ist das für die jetzt auch nicht so schlimm, dass man dann nicht den Hashtag Werbung setzt. Ich habe das selber überlegt, oh, muss ich es jetzt machen oder nicht, weil ich wollte auch da nicht irgendwie in Gefahr kommen oder halt sagen, das ist ein Risiko. Aber gerade halt zum Beispiel Mats Hummels, seine Frau, für die war es ja auch schon mal, gab es einen Riesenstreit drum, weil sie bei einem Bild nicht den Hashtag Werbung drunter gesetzt hat, obwohl sie anscheinend Werbung gemacht hat. Und da gab es dann eine Riesendiskussion auch, und jetzt wird vorsichtshalber immer eigentlich der Hashtag Werbung drunter gesetzt. Also ich selber habe es noch nicht gesetzt, weil wenn man so wenig Follower hat und dann Werbung für irgendwas macht, wo zum Beispiel jetzt nicht offiziell ist, dann kann es halt auch sein, dass drüber gelacht wird oder dass sich drüber lustig gemacht wird. Ja, fühlst dich jetzt oder was weiß ich was. Und deswegen finde ich, macht man Werbung eigentlich echt nur, wenn man eine bestimmte Anzahl an Followern auch erreicht hat und eine bestimmte Reichweite hat. Ja, also klar, man selber freut sich da schon. Also ich habe auch jetzt schon von der Seite angeschrieben, ob ich für die Sportkleidung präsentieren möchte. Aber ich finde halt, wenn man das professionell machen will, dann muss man sich erstens mal Zeit einplanen und halt auch die Verantwortung, und man braucht das spezielle Equipment halt dann auch, wie gesagt, mit Kamera und allem möglichen dran. Und halt auch jemand, der weiß, wie man dann die Bilder bearbeitet, sodass man es gut vermarkten kann. Und das ist, glaube ich, richtig viel Aufwand. Und die ganzen Influencer machen ja ansonsten nichts anderes. Und da sieht man ja allein daran schon, wie viel Zeit und Aufwand da drin steckt. Also man sieht ja dann auch die Seite selber, von der man angeschrieben wird. Und dann guckt man halt drauf, wie viele Abonnenten hat auch diese Seite. Also ob sich die Sportkleidung auch gut vermarktet oder ob das viele Leute haben. Und ich habe zum Beispiel auch schon bei anderen Models gesehen, dass die die Sportbekleidung anhatten. Deswegen wusste ich dann, okay, das ist seriös und man kennt das auch. Aber wenn man jetzt halt sieht, das ist eine Seite, die weniger als 3000 Follower hat, trotz dass sie offiziell sind und auch Kleidung vermarkten, muss man sich halt schon fragen, ob das überhaupt stimmt, was die da dann geschrieben haben. Also die haben halt zuerst gefragt, ob ich überhaupt Interesse hätte. Und dann, klar, habe ich gesagt, ja, fände ich gut. Ich habe auch die Sportkleidung mal angeschaut, wird mir auch gefallen. Dann habe ich gesagt, ja, würde ich machen. Und dann haben sie ja gesagt, ja, sie würden mir Kleidung zuschicken. Und dann schauen sie, wie es sich über mein Profil halt vermarktet. Und je nachdem stellen sie dann halt noch mehr Kleidung. Also ich finde, Instagram ist so weit vernetzt. Ich glaube, da reicht der Kontakt über Instagram erstmal. Und es gibt ja auch genug Geschichten, die man schon gehört hat. Ja, nicht mit Leuten treffen, wenn man sich nicht sicher ist. Und ich habe da halt selber auch von meinem Papa schon Geschichten gehört. Und er ist da auch nicht begeistert. Und deswegen sage ich, wenn man jetzt noch so unbekannt ist, muss man sich nicht mit Leuten treffen, um was zu vermarkten. Das geht dann auch noch über Instagram. Es gibt schon so hässlichere Klamotten, also wo ich es zum Beispiel nicht tragen würde. Und dann, wenn es nicht so zu meinem Style passt oder auch nicht zu mir selber passt, dann sage ich, für das brauche ich ja dann auch keine Werbung machen, wenn es mir nicht gefällt. Aber das sollte man auf jeden Fall, also ich finde, man sollte sich echt nicht verstellen, bloß damit man anderen Leuten gefällt. Und wenn man selber den Leuten nicht gefällt, dann wartet einfach ab, es gibt genug Leute, die dann das Profil abonnieren. Hat ja jeder eigene Geschmäcker oder jedem gefällt was anderes, deswegen. Und ich würde sagen, als Influencer gilt man ab, wenn man mehr als 7000, 8000 Follower hat. Also ich denke halt, wenn man viele Anfragen bekommt, auch von Firmen, dass man zum Beispiel für sie Werbung machen soll oder ihre Produkte vermarkten soll. Und wenn man halt so eine gewisse Verantwortung auch hat gegenüber den eigenen Followern, dass man zum Beispiel das, was man auch postet, dann eine gewisse Rolle spielt für die Follower. Ja, machen ja auch viele. Ja, da sieht man dann, dass ich 4000 Follower und ein Bild, wo sie gepostet hat, dann nicht mal 50 Likes. Da fragt man sich halt schon, wie funktioniert das? Also die postet ja auch selber immer in ihren Stories, wie sie Leuten antwortet oder auch irgendwas zurückschreibt. Sie bekommt ja auch viel Fanpost. Und auf jeden Fall, da ist halt so, sie selber hat ja auch immer so Meetings mit den Followern, wo sie dann halt denen ermöglicht, sie zu treffen, mit Gewinnspielen auch, dass man das gewinnen kann, sie zu treffen. Und die versucht da schon viel, dass die Follower auch bei ihr bleiben. Wenn da halt nichts zurückkommt, klar, dann wird irgendwann auch das Abo gelöscht. Also gerade halt, wenn man viel Verantwortung hat, wie jetzt als Influencer,
dann muss man echt drauf gucken, dass das Profil auch gut rüberkommt. Und gerade bei Pamela, das vermarktet sich extrem gut. Die hat ein hübsches Gesicht, ist ja auch Fitnessmodel, super Figur. Und da fahren halt voll viele drauf ab. Und das, was sie vermarktet, zum Beispiel die Marke Calzedonia, ist ja auch, viele Mädels gehen dort einkaufen, ist einfach Sachen. Puma ist ja auch ihre Marke. Das kennt man einfach und kauft es dann eben auch, weil sie es halt, weil sie hübsch ist, auch gut rüberbringen kann. Also man kann sich das ja von Instagram anzeigen lassen. Wenn man ein öffentliches Profil hat, sieht man, okay, welche Altersgruppe liked meine Bilder, ob es Männer oder Frauen sind, an welchen Tagen hat man am meisten Chancen auf viele Likes. Das wird alles von Instagram ausgewertet und dann kann man sich es anzeigen lassen. Und bei mir, klar, sind es halt 18- bis 24-Jährige, also mein Alter, und ungefähr gleich bei Männern und Frauen.